Ich freue mich auf jeden Fall auf diese Folge. Es wird aber ein bisschen unangenehm. Manchmal muss das Leben unangenehm sein. Ja, ne? Ja. Wollen wir direkt reinstarten? Sehr gerne. Bist du mit 44 nicht zu alt fürs Boxen? Nein, überhaupt nicht. Das ist alles Einstellungssache. Das ist, glaube ich, so ein Mythos. Man muss so ein gewisses Alter haben, um topfit zu sein. Es gibt viele große Beispiele. Bernard Hopkins sagt sicherlich vielen was, sicherlich auch vielen nicht. Aber er war mit 47 mal Weltmeister. 47? Mit 47 war krass, mashallah. Keine Ahnung, zum wievielten Mal er da Weltmeister geworden ist. Er hat einen Sprung gemacht vom Mittelgewicht zum Halbschwergewicht, also zwei Gewichtsklassen direkt übersprungen und ist da nochmal Weltmeister geworden. Hat überragend geboxt, halt junge Kerle, die vermeintlich besten Alter, hat da haushoch geschlagen, total deklassiert. Und ja, bei mir ist es gerade genauso. Nicht, dass die Jungs deklassieren, aber ich sag's mal so, die Jungs, die mit mir mittrainieren und zu unserem Team, die haben es gerade sehr, sehr schwer mitzuhalten. Glaube ich gerne. Ja, deswegen, also das ist so. Ich denke auch privat nicht, dass man dann, dass es so alt ist. Ich glaube sogar, dass wenn du den richtigen Biss hast, dass es sogar ein sehr gutes Alter ist, um nochmal richtig anzugreifen. Weil das biologische Alter hat sich doch geändert. Ja, alles hat sich verändert. Es ist doch nicht mehr so, dass du mit 40 alt bist. Heutzutage bist du mit 60 alt. Hat 65. Doch ein bisschen mit den Lebensumständen zu tun. Schau mal, ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich habe kein Nachtleben seit fast 2 Jahrzehnten. Mashallah. Ich bin nur zu Hause mit Frau und Kindern. Ich tue alles für diesen Sport, ich passe auf. Klar, ich habe dieses Weight Cut, aber da passe ich sehr, sehr gut auf mich auf. Ich gebe richtig Gas und ich habe auch immer sehr gut auf mich aufgepasst. Da kommen viele Komponenten zusammen und ich glaube, das hat mich so ein bisschen konserviert und vor Schlimmerem bewahrt. Und deswegen, ich weiß, ich habe Gott sei Dank habe ich diese außergewöhnlich überdurchschnittlich lange Karriere, die ich schon mittlerweile habe. Und deswegen, ich weiß, ich hab natürlich auch vor Augen mein Karriereende und ich glaube einfach, jetzt dieser letzte Biss, den ich schon habe, kann ich gerade sehr, sehr gut alles ins Training reinlegen. Ich sag dir auch ganz ehrlich, als ich gestern so bei den Fragen vorbereiten geguckt habe, Wikipedia, wie alt ist denn überhaupt unser Bruder? Ich so, wie 79 geboren. 79. Ich rechne 2023 minus 79. Ich so, 44? Ja, ich hätte gedacht, im Januar. Ja, aber guck mal, überleg mal. Ich hätte gedacht, dass du vielleicht so 37, 36, 37 bist. Ich bin 32 und wenn ich dich in meiner Jugend gesehen habe, kann ja sein, dass du dann so 18, 19, 20 warst. Ich hab mal Haare gefärbt. Krass, mashallah, wirklich, du siehst nicht aus, wie dass du Mitte 40 bist. Ja, Gott sei Dank. Das gute Gene. Ja, alles gut, sehr gut gehalten. Auch solange, wenn du für etwas brennst und die Leidenschaft ist noch da und die Energie ist noch da und es fällt dir nicht schwer aufzustehen, sich zu quälen im Training. Und wir haben momentan wirklich, mein Trainer Sali, ich sag mal so, er ist sehr akribisch und es ist sehr, sehr intensiv, was er im Training macht. Aber nimmt dich hart ran, ha? Ja, ich komme aber damit sehr, sehr gut klar. Es macht sehr viel Spaß, weil es ein sehr, sehr guter Typ, ein sehr sympathischer Typ. Wir kennen uns seit über 30 Jahren jetzt und wir kommen sehr, sehr gut miteinander klar. Und auch diese neue Energie, wie gesagt, da sind viele Komponenten, die müssen stimmen bei so einem Sportler, aber auch diese neue Energie von einem Trainer und das Team, so wie es gerade ist, das Gym jetzt, wo ich hier die ganze Zeit trainiere und trainieren werde, da sind viele Sachen, die einfach sehr gut passen. Und manchmal funktioniert etwas von Anfang an, soll es sein, manchmal soll es nicht sein. Und so ist es gerade, dass Gott sei Dank alles sehr, sehr gut läuft. Alhamdulillah. Ja. Frage 2. Du hattest im Februar dein, ich sag mal in Anführungszeichen, Comeback, ja? Ja. Und denkst du, dass Shukri Altay, dass du dem den Sieg gestohlen hast? Nein, keinerweise. Also da war eine Diskussion. So 6-4 Runden für mich klar. Man hat so einen ersten Eindruck und man hat natürlich der Underdog, der wird immer gerne als Sieger gesehen, vor allem wenn ein Kampf knapp ist. Aber ob ein Kampf knapp ist oder nicht, hat nicht viel zu sagen. Am Ende des Tages zählt, ob man wirklich nur gewonnen hat oder nicht. Ich habe den Kampf gewonnen. So, man muss dazu sagen, ich habe mit schwerer Bronchitis gekämpft. Ich hatte eine Sättigung von 84%, was eigentlich lebensgefährlich ist. Krass, ich hätte schon gewundert, dass der Arzt mich hat boxen lassen. Ich hätte eigentlich ins Krankenhaus gemusst. Freitagabend gab es noch eine riesen Diskussion mit der Familie, dass ich nicht boxe, aber ich wollte diesen Kampf machen. Am Ende des Tages habe ich das selber natürlich zu verantworten, aber wenn man jetzt mit mir darüber redet, objektiv, ich kann es mir eingestehen, wenn ich einen Kampf verliere, sage ich ganz klar, der Kampf war knapp, ja, aber ich wusste nach der 7. Runde, das war genug. Und dann habe ich nur noch machen müssen, weil die Luft einfach gefehlt hat, um den Kampf zu gewinnen. Ja. Und deswegen, für mich ist das jetzt keine große Diskussion. Die hatten natürlich für sich einen Aufhänger und die hatten auch einen Grund, nach dem Rückkampf zu schreien. So, den Rückkampf bekommen sie jetzt und ja, jetzt guckt man, wie es diesmal ausgehen wird. Ich kann nur sagen, das wird ein ganz anderer Kampf diesmal. Das habe ich immer auch schon gesagt. Im Dezember ist der Rückkampf, ja, genau. Am 2.12. kämpfen wir in Ludwigsburg. Felix Sturm versus Altay 2.
unterstützt den Bruder gerne im Dezember in Ludwigsburg. Genau, MAP Arena, richtig. Wir machen weiter mit der dritten Frage. Wie fühlt es sich an, wenn man seinen Weltmeistergürtel verliert? Beim ersten Mal war es so, das hat echt wehgetan, weil ich habe so der Kampf, wo ich, sag ich mal, bekannt, berühmt geworden bin, nicht nur in Deutschland, auch weltweit in der Boxszene, war gegen Oscar De La Hoya, damals Las Vegas. Das war 2004 und ich hatte ihn unter Kontrolle. Keiner hat es mir zugetraut und ich hatte ihn vor allem so unter Kontrolle, dass man den Kampf hätte eigentlich nicht wegnehmen dürfen. Und ich habe die letzten zwei Runden hat man mir dann weggenommen und ich habe diese, das waren die stärksten, die besten Runden von mir und deswegen war es für mich ganz klar, ich habe diesen Kampf gewonnen und sein Heimsender HBO hatte mich mit zwei Runden vorne. Deswegen habe ich gesagt, die werden mir den Kampf auf gar keinen Fall jetzt wegnehmen. Das war in Las Vegas. In Las Vegas, genau. Ja. Das hat echt weh getan. So, am Ende des Tages bin ich wieder Weltmeister geworden, habe den Titel nochmal verloren. Dann habe ich den Titel wieder gewonnen, habe wieder verloren, dann bin ich ein viertes Mal Weltmeister geworden. Du bist insgesamt fünfmal Weltmeister. Fünfmal, genau. Geworden, deswegen, also lange Rede, kurzer Sinn, nach all den Niederlagen kam was Schöneres. Deswegen, man weiß, in all dem Schlechten, was in einem vermeintlich Schlechten, was gerade ist, steckt immer was Gutes. Das ist meine Überzeugung. Und das hat mich, auch das sechste Mal? Ja, könnte passieren. Aber auch wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin nicht so jetzt dahinter sechsmal Weltmeister. Ich habe Rekorde gebrochen. Ich bin der einzigste Weltmeister, der viermal Weltmeister geworden ist im Mittelgewicht. Der einzigste Deutsche, der fünfmal Weltmeister geworden ist. Ich habe so Rekorde für mich. Ich bin im Guinness-Buch der Rekorde im Boxen, im Mittelgewicht. Ich habe so viele Sachen wirklich für mich viel mehr erreicht, als ich mir selber erhofft habe. Deswegen, und ich bin auch so ein Typ, ich gucke nicht auf das Schlechte, ich gucke auf das Gute. Man muss sich immer aus dem Schlechten das Beste rausziehen. Es gibt Trainingszeiten, die funktionieren nicht so gut, aber trotzdem. 10 Runden waren vielleicht nicht so gut, aber die 11., die 12. wären gut und die ziehe ich mir raus. So ein Typ war ich und damit bin ich immer ganz gut gefahren. Sehr, sehr, sehr gut und starke Antwort. Könntest du nur vom Boxen leben finanziell? Ja klar, Boxen ist alles möglich. Ohne Sponsoren, ohne Nebengeschäfte oder sonst was? Oder tust du das vielleicht sogar? Ja, zurück auf das Thema Steuern. Ich glaube, es ist ein 8-stelliger Betrag, den ich an Steuern gezahlt habe. So, dazu kommt ja die ganzen Unkosten. Wir müssen privat versichert sein, Trainer und. Ist ja ein riesiger Apparat, den man bezahlen muss. Dazu kam, ich habe früher knapp 40% Managergebühren abgegeben. Also 8%. Oh. Von einer Million, wir geben jetzt von einer Million aus, bleiben im besten Fall 250 bis 280.000 Euro. So, und dann die Leute reden von Millionen. Ja, klar, Millionen, aber das ist alles brutto. Brutto ist das. Und deswegen, klar. Aber davon abgesehen, dass ich davon leben kann, das ist nicht so mein Ziel. Ich habe noch andere Ziele. Ich habe gerade andere Sachen, auch Aktivitäten, wo ich sehr intensiv dran arbeite, die auch sehr, sehr viel Spaß machen, weil ich auch einen extrem coolen und guten Partner habe, mit dem ich zusammenarbeite. Und egal, wie viel Geld da ist, irgendwie, ich glaube, es ist wichtig, so ein Ziel vor Augen haben und sich immer neue Ziele setzen und eine Lebensaufgabe auch zu haben. Nicht mal für uns, so für die Kinder, also denen was zu übergeben. Sagen, guck mal hier, Papa, wir haben das gemacht. Möchtet ihr nicht gerne? Oder die Möglichkeit zu haben, finde ich auch schön zu sagen, was möchtet ihr? Wollt ihr hier mit in diese Company mit reinkommen oder wollt ihr was eigentlich machen? Okay, bitteschön. Dann wir stellen euch alles erstmal zur Verfügung, was ihr braucht. Das ist so mein Ziel. Ich habe zwei Kids, Gott sei Dank, die sind super. Und denen so Möglichkeiten zu ermöglichen, die ich nicht hatte, das ist, glaube ich, die größte Motivation, die man haben kann. Du bist ein krasser Familienmensch, wa? Ja, mein Sohn, meine Tochter, die sind wahnsinnig. Mir cool. Egal, was ich meine Frau sowieso und mein Vater liebt bei uns und allgemein unsere ganze Familie. Wir sind wirklich eine riesige Familie, aber wir halten sehr, und das war auch so im Gefängnis. Meine Familie war da, nur meine Familie, niemand anders. Alle anderen, die erzählen, die wären für mich da gewesen, Mund, ja, aber sonst war nur meine Familie da. Wo Sachen geregelt werden mussten, da war meine Familie da, sonst keiner. Mashallah. Aber das ist leider im Leben so. Ne? Ja, Gott sei Dank. Aber man lernt. Ja, Gott sei auch Dank. Prioritäten dann anders ja, weißt, setzen. Was ich gut finde bei Familie, du musst nicht sagen Danke, weißt du, selbstverständlich. So, bei dem brennt's, die rufen mich an. Das war schon vor 10 Jahren, so 15 Jahren. Adnan brennt. Klar, okay, wo brennt's? Okay, wir helfen. So, ein anderes Familienmitglied hat brennt und dem geht's nicht so gut. Okay, wir setzen zusammen mit 10 Mann, wer kann was machen? So was bei uns in der Familie war es, ist es heute. Und so was, wo es im Gefängnis war, für meine Frau, für meine Kinder, für mich, die waren da, die haben gesagt, guck mal, halb einen ruhigen Kopf, wir kümmern uns um alles. Mehr habe ich nicht gebraucht. Ich wusste, alles ist okay, meine Cousins sind da. Mashallah, schön. Hast du 2004 Oscar De La Hoya den Sieg gegönnt? Also nach dem Kampf, du weißt, du hast verloren, ja, du hättest eigentlich gewinnen müssen, er feiert. Hast du es ihm gegönnt? Er hat nicht gefeiert, das ist ja genau das, der hat nicht gefeiert. Schaut euch mal die Aufnahmen an und der wusste, der hat einfach zu viel bekommen. Und ihn hat
kann ich behaupten, keiner mehr so lange vorgeführt, wie ich es gemacht habe. Vor allem die 11. und 12. Runde konnte er mir gar nichts, gar nichts. Ich habe den nach Belieben diktiert, wo ich wie wollte. Ich habe getroffen, wie ich wollte. Und er dachte, da kommt jetzt ein junger Deutscher, da feuer ich ein bisschen und ein, zwei Runden, da ist er weg. Aber zweimal habe ich gut, habe ich gewackelt. Habe ich gesagt, diesen Chicken Dance hatte ich ein bisschen, weil er echt links geschlagen hat wie ein Pferd. Muss man ihm lassen. Er war ein sensationeller Boxer. Aber ich habe von vornherein gesagt, wenn man bei dem straightet, wenn man marschiert, Druck macht, damit kommt er nicht klar. Das mag er nicht. Genau das habe ich gemacht. Und er hat versucht natürlich dann gegenzuhalten, weil er damit überhaupt nicht gerechnet hat. Und er ist komplett aus dem Konzept gekommen. Und ab Runde 5 hatte ich ihn. Da wusste ich genau so, egal wie es jetzt ist, der kommt da nicht drum herum. Er muss mich K.O. schlagen, um mich zu K.O. zu schlagen, muss viel passieren, weil in der bin ich ein Dickschädel und ich war natürlich extremst motiviert. Ne? Da waren 3-4 Leute wegen mir da, sonst waren ja alle für den. Aber gegönnt, was heißt gegönnt? Ich habe mir gar nicht darüber Gedanken gemacht. So im ersten Moment habe ich gefeiert, so. Und habe ich gesagt, okay, den hast du jetzt super vorgeführt, den hast du geschlagen. Und im nächsten Moment hat ich meine Mutter angerufen damals, weil ich habe nach jedem Kampf, vor dem Kampf meine Mutter immer angerufen. Dann habe ich mit meiner Mutter erstmal so gesprochen. Dann war es so ein bisschen schwer, weil meine Mutter gesagt hat, ja, ist egal, Adnan ist nicht so schlimm und so. Da war so ein bisschen schwer. Aber dann im Nachhinein hat so die Freude überwogen. Also ich glaube sogar, dass wenn meine Mama mir sagt, ach Attila, ist nicht so schlimm, dann macht das die Situation noch schlimmer. Ja, genau, das macht die Situation. Weil man sich denkt, sie macht sich jetzt Sorgen oder sie ist traurig. Ja, oder genau. So. Aber ich glaube, dieser Moment war wichtig für den Weg, wo du jetzt heute bist. Ja, klar. Ob mir ein Sieg so viel gebracht hätte damals, wie mir diese Niederlage gebracht hatte, glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Du hast sehr viel Sympathie gekriegt auf der ganzen Welt, weil du warst der Underdog und dir hat man diesen Sieg gewünscht. Ja, war schon Wahnsinn. Ich kam also einen Tag später, Leute sind mitten auf der Straße stehen geblieben, Auto raus, hinten eine Riesenschlange, Huperei, um Foto zu machen am Schrein. So, ich war dann ein bisschen aus. Haben wir so ein bisschen uns gut gehen lassen. Damals war ich noch nicht verheiratet. So, da waren wir noch ein bisschen unterwegs und war schon Wahnsinn. So, dann die Aufmerksamkeit und bei Boxveranstaltungen, da kamen Fragen aus den USA, Interviews aus den USA, aus England, aus Australien. Von der Seite her war das für mich schon ein absoluter Gewinn. Du bist mitten in der Vorbereitung, wir wollen dich nicht lange stören. Du wirst jetzt hier noch trainieren. Kannst gerne mitmachen. Nee, ich bin raus. Du würdest mich da in die Ecke boxen. Nein, ich zieh dich schon mit. Mach dir keine Sorgen, ich würde dich mitziehen. Okay, ich bin weg. Passt auf euch auf. Assalamu alaikum. Ciao, ciao.